Tut mir leid, es gibt bestimmt kommt jetzt ein paar Begriffe, Kommentare wie Tierquäler oder sperrt die Kuh nicht so in so einen kleinen Raum ein. Ja, das wird ja jetzt nur vorübergehend so sein. Ich denke mal, wenn ich hier mit dem Haus fertig bin, werde ich da ein größeres Erdgehege bauen. Weil für Zäune habe ich das erstmal noch nicht. Genügend Ressourcen und Erde habe ich mehr als genügend. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So. So. Immer an den unteren Block dran setzen. Bei den Treppen sieht man das Einglück ziemlich gut, weil die ja ab der Hälfte hier so einen Knick drin haben. Ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Stufe. So ein. Ach, egal. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt hier wieder ein bisschen hinbauen. Und auf der Seite auch wieder Holztreppen dran machen. Ihr könnt ja auch mal vorschlagen, was ich noch bauen soll. So, vielleicht eine Hühnerfarm oder so. Weil ich habe nämlich eine Idee, was man mit den Eiern machen könnte. Man könnte sich eine Hühnerzuchtmaschine bauen, welche dann auf Knopfdruck oder was weiß ich, weil ja dann die Hühner erledigt, sodass man dann schön viel Hühnerfleisch bekommt. Dazu bräuchte man aber erstmal Redstone. Und davon nicht wenig. Aber es lässt sich jetzt auch leichter bauen, sowas. Also zumindest sowas wie eine Weizenfarm lässt sich ja jetzt leichter bauen. Weil Dispenser lassen jetzt nämlich auch hier, wie heißt, Wasser. Können die jetzt loswerden, also einsaugen und wieder ausspucken, wenn ein Wassereimer drin ist. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache, da muss man nicht so eine riesen komplizierte Redstone, wie heißen diese Teile? Pisten, genau. Redstone-Pistenverbindung bauen. Maschine bauen. Da kann man es auch einfach mit Dispensern machen. Und es wird wieder dunkel. Sehr herrlich. Wie schnell das in Minecraft immer dunkel wird, das ist echt erstaunlich. Und es ist wieder Tag. Und wir machen weiter. So. Dann klatschen wir weiter Holz auf den Stein, der auch nur hingeklatscht ist und was auch immer. Und ja. Und alle sind glücklich. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen sehr still. Das mag ich nicht. Das kann man nochmal bereden, alles. Problem ist, in Minecraft muss man mal ziemlich viel reden, weil dort selber an sich nicht viel passiert. Da ist ja. Also, man muss da ziemlich viel selber reden. Da gehen einem schnell die Themen aus, zumindest mir. Ja. Themen, Themen, Themen. Thema Cobblestone. Cobblestone falsch platziert. Nochmal falsch platziert. Nee, fällt kein Thema ein. So, machen wir jetzt noch ein Tür oder lassen wir das jetzt so? Wir können jetzt auch einfach theoretisch
hier jetzt so ein einfach Holz drauf machen. Nicht da. Sondern einfach nur da. Hier an die Seite. Ach so, dann machen wir das so genau. So, schauen wir mal, wie sieht's aus. Ich glaube, das würde besser aussehen, wenn ich die ganzen Teile nochmal durch Holz ersetzen würde. Aber warte mal, probieren wir mal so. Das war Quatsch. Ich meinte eigentlich. Ah, ey. Ach, ich steige jetzt da hoch, ey. Das gibt's doch nicht. Den einen mache ich da oben ab. So. Was habe ich nachher ein? Glaube, so sieht das nämlich noch ein bisschen besser aus. Ja. In den Aufnahmen auch. Es ist nicht so, dass ich nicht vorher teste, ob das Mikrofon gut ist, ja. Also so ist es nicht. Es ist nur irgendwie, wenn ich eine Testaufnahme mache, hören sich alle Mikrofone gut an. Also das, so ist es nicht. Aber sobald ich dann hier Let's Play aufnehme, keine Ahnung, ob ich dann irgendwie anders spreche als in der Aufnahme. Ich weiß es nicht. Irgendwie da klingt es dann wieder total dämlich. Als würde. Ja. Der Baum hier davor ist jetzt auch ein bisschen ungünstig. Verstehe ich auch nicht wirklich. Also, in den, wie schon gesagt, in den Testaufnahmen klingt jedes gut. Also, ich verstehe auch beinahe jedes Wort. Also, das heißt beinahe, ich verstehe jedes Wort von dem, was ich sage. Aber dann in den, wenn ich es dann richtig ausprobiere, dann ist es dann anders. Und ja, ich glaube, so sieht das schon ein bisschen besser aus, oder? Ja, mach mal so. Muss man jetzt auf der anderen Seite auch nochmal so machen. Da muss dieser Baum leider auch dran glauben, weil das wieder zu nah ist. Okay. Ja, ich glaube, als nächstes werden wir dann Glas besorgen, also Sand. Daraus dann Glas machen. So, jetzt setzen wir hier mal hin. Was war das? Ich habe nur einmal gedrückt, ganz kurz. Und wir müssen auch mal wieder was essen. Jetzt geht das Essen nämlich langsam aus. So, jetzt müssen noch die Stufen dran. Und zwar nicht so, sondern andersrum. Ich bin es gewohnt, immer oben. Also ich habe mir das so angewöhnt, immer oben auf den Block drauf zu klicken. Weiß nicht warum, ich finde das irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir irgendwie angewöhnt einfach. Und jetzt muss ich mich erstmal umgewöhnen. So, klar, genau, für die letzten zwei gehen es. Ach ne, wir müssen ja sowieso hier noch an der Seite machen. Oh, ein Apfel, danke schön. Leider reicht er nicht. Jetzt dringend was essen. Wo? Hier sind die Steaks, gut. Wir haben schon 13 Eier. Okay. So, müsste reichen. Wir hätten auch noch Brot einstecken gehabt. Okay.
So, wir wollten es aber sowieso jetzt noch Stufen craften, Treppen. So, 8 Stück. Dann machen wir mal. Ja, 12. Nee, die reichen nicht. Oder? Wir machen mal noch ein paar. So, 20 könnten reichen. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber werden wir ja gleich sehen. So, da eine hin, da, da. Ich gehe wieder hoch. Und naja, und wenn jetzt so Fragen kommen wie: Ey, wenn du es so schwierig findest, Minecraft zu Let's Playen, warum hast du es dir dann ausgesucht und so? Weil ich schon immer ein Let's Play zu Minecraft machen wollte. Ich habe auch schon vorher damit angefangen, hatte aber kein richtiges Aufnahmeprogramm. Ich hatte da irgendwie, ich glaube, das hieß Camera Studio oder so eine Art. Das war so ein kostenloses Bildschirmaufnahmeprogramm, was aber selbst wenn man nicht in Minecraft drin war, sondern einfach nur auf dem Desktop, so eine ultra schlechte Qualität hatte. Ich glaube irgendwie 320p. Also Pixel heißt es, glaube ich. Ja, müsste Pixel heißen. Und alle 2 Sekunden sowas von geruckelt hat, dass das einfach nicht gelohnt hat, da ein Let's Play anzufangen. Und da hätte man nicht nur eine schlechte Soundqualität gehabt, sondern auch noch eine schlechte Bildqualität. Hier hat man jetzt wenigstens eine gute Bildqualität. Und ja, da lohnt sich das noch ein bisschen mehr. Okay, ich kann da irgendwie keinen Block dran setzen. Gehe ich mal darunter eben. Ja, geht doch. So, können wir dann hier noch ein schönes Fenster hinmachen. Ja, das geht. Vielleicht noch da oben eine halbe, so eine Stufe drauf machen. Oder? Guck's mal auf der anderen Seite an. Na, Schafi. Ja, wir setzen da oben mal noch eine Stufe drauf. So, das heißt eine, mehrere Stufen. Okay, die ist falsch rum. Brauchen wir aber wahrscheinlich wieder ein bisschen Holz. Ne, wir haben ja hier noch. Wie viel kommen hier raus? 6 Stück. Reichen, ich brauche noch mindestens einmal hier. Jetzt dürfte es reichen. Aber wir gehen erstmal schlafen. Na, Wuffi, hast du Lust, gefüttert zu werden? Gut, wir haben ja noch 13 Hände. Na, ist doch dein Lieblingsessen, ne? Ja. Ja, Wuffi isst gerne Zombie-Hände. Wer tut das schon nicht, ne? Also ich, okay. Ab und zu geht das mal, aber ist jetzt nicht so gesund. Wuffi verträgt das. Der kriegt davon auch keine Bauchschmerzen und so, aber ich habe da irgendwie eine Allergie gegen Zombie-Hände. Sind mal ganz lecker, aber kriegt mal eben manchmal ein bisschen Bauchschmerzen. So. Ah, ich dachte, es reicht, ey. Fehlen genau 2.